Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu Mathebook, wenn Mathebook macht. Heute zeige ich dir mit meinem selbst gekauften Casio FX91DEX, wie du Nullstellen von Funktionen bestimmen kannst. Wenn du Nullstellen von Funktionen bestimmen sollst, dann steht ja meistens da, bestimme die Nullstellen von, jetzt kommt irgendeine Funktionsgleichung. Und um das dann tatsächlich mit dem Taschenrechner bestimmen bzw. ermitteln zu können, muss natürlich dann immer aufschreiben, 0 ist gleich und dann kommt eben die Funktion. Jetzt kommt schon der Taschenrechner ins Spiel und du musst, wenn du den anschaltest, eigentlich erstmal aus dem normalen Rechenmenü überhaupt in die Funktion reingehen, um Nullstellen berechnen zu können. Da gehst du in den 10. Eintrag, hexadezimal ist das A und den wählst du aus und dann sagst du, du willst Polynomgleichungen lösen und dann wählst du als Grad des Polynoms den größten Exponenten aus. Das ist in dem Fall die 3. Und schon kommt hier eine Matrix, in die du einfügen kannst, wie die jeweiligen Koeffizienten von dem Ding aussehen. Also wenn nichts dasteht, dann ist es ja natürlich 1, dann kommt minus 9, dann kommt 24 plus 24 also und dann kommt noch minus 16. Und wenn du jetzt auf ist gleich drückst, dann spuckt dir der Taschenrechner die Nullstellen aus. Und die erste Nullstelle wird sein x1 gleich 1. Und die zweite Nullstelle, die ist x2 gleich 4. Und es war es offensichtlich schon. Du weißt ja, eine Funktion dritten Grades kann bis zu 3 Nullstellen haben. Großes Problem ist natürlich, dass der Taschenrechner dir nicht ausspuckt, welche von den beiden möglicherweise eine doppelte Nullstelle ist. Da musst du einfach selbst nochmal auf die Suche gehen. Ich hoffe, das Video hat dir etwas weitergeholfen, vielleicht auch ein kleines bisschen gefallen und du hast etwas dazugelernt. Wenn das so ist, dann lass mir einen Daumen da, abonniere meinen Kanal und dann sehen wir uns bald wieder.